Kaum mehr als 2 Monate ist es her, dass der Winter Jena in einen Ausnahmezustand versetzte. Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt kam es in der Naumburger Straße zu einer Havarie. Tausende Menschen waren in Jena Nord vorübergehend von der Fernwärmeversorgung abgeschnitten. Zwar wurde das Leck schnell gefunden und provisorisch repariert, ein Austausch der Leitungen steht aber noch bevor. Deshalb wird der Havariebereich aktuell mit einer Suchschachtung ganz genau unter die Lupe genommen. Im Auftrag der Stadtwerke Jena graben die Kollegen von Streicher rund um die Schadstelle die Erde auf und untersuchen genau die Rohre, die Anschlussstücken hin und von der Schadstelle weg, um sich ein Bild zu machen. Wie weit ist die Leitung geschädigt? Wie ist das Bauumfeld? Welche Arbeiten werden nötig sein, weil wir im Frühsommer die Schadstelle noch mal genauer untersuchen, noch mal öffnen und reparieren wollen. Voraussichtlich im Mai oder im Juni soll der eigentliche Austausch der Leitungen vorgenommen werden. Mit der Suchschachtung möchte man darauf so gut es geht vorbereitet sein und genau wissen, welche Teile bestellt und ausgetauscht werden müssen. So soll die Sperrung der Kreuzung und die Heizwärmeunterbrechung so kurz wie möglich gehalten werden. Damit der ohnehin durch Baustellen beeinträchtigte Verkehrsfluss in Jena Nord nicht noch weiter eingeschränkt wird, werden verschiedene Bereiche der Kreuzung aktuell nacheinander untersucht. So ist während der Suchschachtung noch keine Vollsperrung notwendig und die Kreuzung kann mit kleineren Einschränkungen weiterhin befahren werden.